2020. 2020. Guten Morgen, guten Tag und guten Abend miteinander. 2020. Mein Gott, niemand, aber wirklich niemand hat gedacht, dass 2020 so wird ablaufen. Jede Branche, jeder Künstler, jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten hat sich neu anpassen, Routine abändern und sich neu platzieren in der Gesellschaft. Ein Content Creator ist der die ganze Zeit unterwegs ist, macht es fast unmöglich, nicht in Kontakt zu kommen mit anderen Menschen. Wie zum Beispiel der Kurzfilm «Vor Paul» ist vor und während der Pandemie gedreht worden. Die Art, wie wir Inhalte machen, hat sich verändert. Die Art, wie man mit Menschen interagiert, hat sich verändert. Meetings, die über Zoom-Calls laufen. Es war sehr schwierig, was die Kreativität betrifft. Ein hohes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten und etwas rauszubringen, das deinem Kaliber entspricht. Aber durch das Ganze hat mich zu einer Realisierung gebracht. Auf irgendeine Art und Weise denken, dass es nicht einmal so schlimm war. Ich konnte durch das ganze Jahr wachsen, extrem viel dazulernen. Ich hatte die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Ich bin disziplinierter geworden. Meine Kreativität wurde mehr angestrebt. Und habe mich Sachen verbessern, wo ich normalerweise keine Zeit dafür gefunden hätte. Und ich die schlussendlich von Schwäche zu Stärke umwandeln. Ich denke, 2020 hat mich zu einem besseren und stärkeren Freund, Partner und Filmemacher gemacht. Und generell, ich glaube, sind uns alle stärker, besser, robuster und belastbarer gemacht. Die Zusammenarbeit mit wirklich tollen und talentierten Menschen, die die gleiche Leidenschaft haben wie ich, wollte ich mich noch schnell bedanken. Ich küsse lieber den Pornowagen. Für das, was wir heute dieses Jahr erreicht haben. Wir werden weiterhin tolle und coole Sachen erschaffen und erleben. An alle, die diesen Kanal folgen und unterstützen, meine Freunde, meine Familie, Fans, Filmemacher, Schrägstrich, Fotografen, Kollegen und Kolleginnen, an alle einen riesen Applaus an euch und Hut ab für die, die sich durch 2020 durchgekämpft haben. Leute daheim, die meine Videos anschauen, ihr inspiriert mich, da weiterzumachen. Es sind vielleicht nur 133, die an diesem Kanal abonniert sind. Aber diesen 130 Leuten gefällt, was ich mache und wird alles dafür geben, weiterhin guten Content, guten Inhalt rauszubekommen, für das ich euch aus dem Alltag rausreißen kann. Auch wenn es schlussendlich nicht so gelaufen ist, wie ich das Jahr wollte, bin ich trotzdem extrem stolz darauf, was wir alles erreicht haben. Und schlussendlich bist du, ihr alle, ein grosser Teil davon gewesen und werdet sein. Durchs Reinschauen, auf den Abonnieren-Knopf zu drücken, ein Like zu geben. Ein paar von euch haben auch ein Dislike gezeigt, aber wisst ihr was? Das ist okay. Ich verstehe das. Ich vergib euch. An alle, die meine Videos angeschaut haben dieses Jahr, danke. Danke fürs Bleiben. Danke fürs Zuschauen. Danke für eure Zeit. Trotz der Umstände hoffe ich wirklich allen, dass ihr schöne Festtage gehabt habt. Und für dieses Jahr wäre es nämlich schon alles eigentlich. Bis Ende Jahr werden keine Videos mehr kommen. Das heisst, bis Januar 2021 kommt nichts mehr, wird nichts mehr aufgeladen. Mache ein bisschen Pause. Geniesse Zeit mit meiner Partnerin, geniesse Zeit mit meinen Kollegen. Aber am 1. Januar 2021, am 6. Uhr am Abend, starten wir neu, stark und frisch mit einem neuen Video. Mit ein bisschen extra Schmackes. Also ich könnt euch darauf freuen. Okay, ich sehen wir uns 2021. Peace. Wartet mal. Gornin hat mir gesagt, ich soll mein Outro ein bisschen anders gestalten. Er meinte damit, ich sollte sagen, heide, ciao. Gornin, das ist für dich. Heide, ciao.